Yo Leute, was geht ab? Sepp hier. Wieder back in good old Germany. Und zwar wieder back mit einem Autovideo. Ja, die Leute haben mich gefragt, Sepp, wo bleiben diese geilen Autovideos? Und hier ist wieder eins. Und zwar zum Thema Urlaub. Und zwar, es haben mich so viele Leute gefragt, wie viel ich zugenommen habe, wie viel Kalorien ich gegessen habe, ja. Oder in welchem Hotel ich war. Und deswegen eine kleine Zusammenfassung zu dem Urlaub, den ich jetzt vor einigen Tagen hatte. Zunächst einmal an alle Leute, die sagen, Sepp, jetzt kannst du uns doch nicht erzählen, dass alles in die Makros gepasst hat, du hast uns verarscht. Ich habe niemals gesagt, dass ich in dem Urlaub auch nur ein Makro zählen werde. Not a single Makro was counted that day. Also ich habe echt nach Lust und Laune gegessen. Wenn ich Bock hätte, den ganzen Morgen bis abends nur Baklava zu essen, ja, und Schokokuchen, dann hätte ich das gemacht. Wenn ich keinen Bock auf Gemüse hatte, dann habe ich kein Gemüse gegessen. Wenn ich keinen Bock auf Obst hatte, dann habe ich kein Obst gegessen. Ich habe nicht auf mein Eiweiß-Intake geachtet, ja, auf meine Eiweißzufuhr, was auch egal war bei knapp 10.000 Kalorien every day, ne? Und ja, auf jeden Fall das nochmal, also Makros wurden nicht gezählt. Ich habe nur für ein paar Tage mal ein bisschen aus Spaß am Strand ein bisschen, also am Pool ein bisschen überschlagen. Ja, und dann kam ich halt so, ja, je nachdem, ne, ist halt immer schwer zu schätzen, wie viel Öl jetzt zum Beispiel dran bleibt, wenn dir einer ein Omelette macht, ne? Aber irgendwas zwischen 8 und 10.000 pro Tag, ja? Also 10.000 an einem Tag ist zwar viel, aber auf jeden Fall machbar. Aber ich sag mal, über mehrere Tage konstant 8 bis 10.000 Kalorien zu essen, ist schon mega anstrengend, ja? Brutal anstrengend. Das könnt ihr euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ich hatte auch nach dem ersten und nach dem dritten Tag eigentlich kaum mehr Lust, so viel zu essen, aber es gab jedes Mal was Neues. Also die hatten jedes Mal eine Themenwoche praktisch am Abendessen. Also zum Beispiel Dienstag war mexikanisches Essen oder keine Ahnung, jetzt nur als Beispiel. Ja, da hast du halt die Burritos, Tacos, ja, alles weggehauen, die Chili con Carne, und dann dachtest du dir, komm, morgen brauchst du nicht so viel zu geben. Und am nächsten Tag war dann Japanisch dran, ja. Übelst das geile Rind am Start, Chicken am Start, Sushi am Start, Fisch jeden Tag am Start, Mann. Es gab halt jeden Tag was, und die Pizzen, die waren echt unglaublich gut, ja. Also was die Türken, finde ich, gar nicht können, ist Schokolade. Das könnt ihr irgendwie gar nicht an alle Türken da draußen, jetzt no offense, aber ich finde die Schokolade von, ja, von der Türkei allgemein, auch die Nutella, das schmeckt alles sehr zuckrig. Ich mag es halt, wenn es einen sehr hohen Kakaoanteil hat, und das hat es definitiv nicht gehabt, ja. Aber was die Türken auf jeden Fall drauf haben, ist Käse. Das haben die auf jeden Fall drauf. Dann ja, Sucuk sowieso. Und natürlich sowas wie Baklava oder so, so typisch traditionelle Sachen, ja. Und davon habe ich mir echt von morgens bis abends den Magen vollgeschlagen. Ich habe echt so unglaublich viel gegessen, wie noch nie in meinem Leben. Also hätte ich nach der Wettkampfdiät so viel gegessen, dann seid euch mal sicher, ich hätte 15 Kilo an Gewicht zugelegt, mindestens, wenn nicht sogar mehr. Okay, natürlich sind die 15 Kilo nicht fett, ist das ja klar, ne. Aber so nach einer harten Diät wie einer Wettkampfdiät kann man schnell mal durch einen Cheat-Day schnell mal, weiß ich nicht, 8 Kilo mehr wiegen oder so. Ich hätte locker 15 bis 20 Kilo mehr gewogen. Natürlich nicht Fett, wie gesagt, sondern auch viel Wasser. Aber damit ihr halt in großen Ordnung bekommen könnt. So, wie viel habe ich jetzt zugenommen? Ich habe jetzt ungefähr 5 Kilo zugenommen. Wovon aber 2,5 Kilo schon wieder weg sind. Ich fahre jetzt, das ist jetzt der zweite Tag, wo ich wieder in Deutschland bin. Ich habe gestern, bin ich glaube ich 1700 Kalorien gefahren. Heute wieder 1800 Kalorien. Morgen fahre ich nochmal 1600 bis 800, so denke ich mal. Und dann halt gibt es dann ja wieder einen kleinen Cheat Day, also wo ich halt mit den Kalorien wieder auf Normalwert, sage ich mal, gehe. Also es wird kein richtiger Cheat Day sein. In dem Sinne aber auf plus minus null, also mit Sport irgendwie bei 3000 werde ich mich dann wahrscheinlich oder ein bisschen mehr als 3000 einpendeln. Und dann werde ich halt eben weiter diäten, bis ich halt das Ausgangsgewicht vor der Diät wieder erreicht habe. Bisschen niedriger, ja. Und dann werde ich ganz normal wieder sauber aufbauen. Und ja, das war jetzt eigentlich zu der Kaloriengeschichte und meinem Gewicht, ja, wie sich, also jetzt netto gesehen, bin ich jetzt 2,5 Kilo schwerer als bevor ich in den Urlaub gefahren bin. Und ich muss sagen, das hat sich übelst gelohnt, und das war so eine geile Zeit. Das Hotel war so nice, aber darauf will ich jetzt gerade zurückkommen. Und zwar das Hotel, das haben mich auch voll viele gefragt, ja, das hieß Susesi, ja, Susesi in Belek, ja, war das Hotel, und das war echt richtig gut, ja, also das Essen war echt gut, für Buffet war das erstklassig. Also ich bin der Meinung,
Im Buffet kann man nicht viel besser machen, also geschmacklich, ja. Natürlich ist es halt meistens nicht so scharf, damit es halt jeder essen kann, und es ist auch nicht so wirklich krass gewürzt. Also da fehlt hier und da vielleicht ein bisschen Salz. Aber alles in allem, was die Frische angeht, was die Variation angeht, war brutal. Also ich habe das ja gar nicht gefilmt, ich habe mehr die Desserts gefilmt. Aber es gab einfach immer 20 verschiedene Hauptgerichte, die alle eigentlich gut gemacht waren, ja. Da gab es kaum was, wo man gesagt hätte, gut, das kennt man jetzt viel besser. Ja, und das ist für ein Buffet schon sehr krass, weil ihr müsst halt überlegen, dass ihr einen Standardgeschmack herstellen müsst. Ja, ihr müsst, es muss ja jeden schmecken, ne? Deswegen schmeckt auch Kantinenessen oftmals so schlecht, weil eben viele Leute das nicht mögen, viele Leute jenes nicht mögen. Und dann wird halt irgendwie ein Einheitsbrei gemacht, damit es halt jeder essen kann. Plus, es ist natürlich viel aufwendiger und schwerer für 500 Leute zu kochen, als jetzt einen Teller Essen voll zu machen, ist ja klar. Und natürlich dann auch die Qualität der Gerichte, aber ich habe zum Beispiel an einem Abend, das habt ihr auch gesehen, Steak gegessen, und ganz ehrlich, das Steak war richtig gut, man, das kriegt man auch in einem Restaurant, wo man auf à la carte bestellt, also ganz normal bestellt, ne, kriegt man das nicht viel besser, das Fleisch war richtig zart. Und ich werde nicht von denen gesponsert, aber wie gesagt, das Essen und so, die Freundlichkeit des Personals, das ganze Hotel, das Ambiente war richtig gut. Nicht umsonst, also das Hotel ist so mit das bestbewerteste, so mit, also nicht das Beste, aber so auf TripAdvisor und im Holiday Check, glaube ich, hat das über 95% oder so. Und das ist schon eine Ansage eigentlich. Ja, das war es auch eigentlich dazu. Also ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Hotel war super, Namen habe ich genannt, Kalorien, wie gesagt, jeden Tag von 8.000 bis 10.000. Die Hucke voll gemacht, ja. Fett wahrscheinlich, ja, so 2 Kilo Fett, wirklich reines Fett zugelegt. Also das bedeutet für mich halt, wenn ich Hardcore-Diäte jetzt erstmal 2 Wochen ein bisschen ruhiger treten mit den Kalorien, ja. Die Seele mal baumeln lassen, ja, das war echt nötig nach der Wettkampfdiät. Ich hatte ja letztes Jahr gar keinen Urlaub, das ist ja alles in den See geplanscht, ins Wasser gefallen, sagt man so schön. Deswegen war es jetzt bitter nötig, mit meiner Freundin mal eine Auszeit zu nehmen, mal nichts zu tracken. Ach ja, trainiert habe ich trotzdem, ja. Also ich habe an dem Abreisetag konnte ich nicht trainieren. Also was heißt konnte ich nicht, habe ich nicht trainiert. Und am Anreisetag habe ich auch nicht trainiert, ja. Ansonsten habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Einheiten. Ich war 8 Tage dort, 7 Nächte. Habe ich 5 oder 4 Einheiten, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall habe ich 2 davon abgefilmt. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann checkt sie ab. Sind alle auf dem YouTube-Channel natürlich, in den Vlogs. Ja, wie gesagt, eine richtig geile Zeit gehabt mit meiner Freundin. Da würde ich jederzeit nochmal buchen, jederzeit nochmal machen und jederzeit genauso viel essen, weil es hat echt Spaß gemacht, mal alles auszuprobieren. Ey, ich hab Sachen gegessen, ich habe so variationsreich gegessen wie noch nie in meinem Leben, Mann. Ich habe, weiß gar nicht, was ich nicht gegessen habe, Mann, ey. Ja, ich werde dich Sucuks vermissen, sagen wir es mal so. Und das Rührei, wo einfach 1:1 eine Kelle Öl in die Pfanne, ja, reingeschmissen wurde und eine Kelle Rührei, sowas würde ich ja selber nie machen, ist ja klar, ne? Das ist ja eine Makrovergewaltigung, das lohnt sich ja gar nicht, ne? Also da würde ich ja lieber was anderes essen, aber es war schon sehr geil. Das war's auch schon mit dem kleinen, ja, mit der kleinen Zusammenfassung des Urlaubs. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch, kommentiert, abonniert und wie immer, shared das Video mit der ganzen Welt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.